Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS17 auf der Map Appstore Heide. Weiterhin auf der Map Appstore Heide und ich werde auch noch einige Zeit hier auf der Appstore Heide bleiben. Ich habe da ein, zwei Kommentare gelesen und war ein bisschen verwirrt, ob ich da irgendwas gesagt hatte in der Folge. Aber irgendwie nicht und keine Ahnung. Oder vielleicht habe ich mal wieder so ein bisschen meine Gedanken spielen lassen und dann kamen vielleicht die Gedanken auf, oh, Tizi kann die Map wechseln. Aber ich bleibe erstmal auf der Appstore Heide noch. Wir sind jetzt ja gerade erst so richtig in Fahrt gekommen, ne? Es geht jetzt ja langsam erst los. Also von dem her können wir jetzt ja nicht schon wieder sagen, wir müssen die Map wechseln. Nein, das machen wir nicht. So, wir werden uns jetzt erstmal ein bisschen Dünger holen für die Wiese Nummer 1. Weil ich glaube, die ist jetzt nämlich komplett abgeerntet, muss jetzt aber gedüngt werden, ne? Soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, die ist jetzt auf der ersten Stufe, das heißt, die müsste mal gedüngt werden. Ich bin am überlegen, ob ich jetzt nochmal mit dem Häcksler losfahren soll zum Mähen oder ob ich nicht doch lieber wieder ganz normal das Mähwerk nehme. Da bin ich gerade hin und her gerissen. Oh, mir fällt gerade auf, dass ich hier falsch bin, weil der Düngerstreuer steht ja drinnen, ne? Oder habe ich den schon irgendwie eingesetzt? Ich bin direkt ins Spiel rein, habe mir das erste Fahrzeug genommen, habe kontrolliert, ob alles funktioniert und bin dann mal gleich losgefahren. Kann natürlich sein, dass ich da schon irgendwie was ein Fahrzeug am Start habe, welches schon ausgerüstet ist. Aber in der Regel sollte... Ne, da steht der Streuer, alles klar. Und da ist auch noch was drin, auf jeden Fall. Das heißt... Da können wir dann... Ah ja, das sollte für die Wiese reichen. So, dann können wir das gleich schon mal in CP einstellen. Und zwar... Hier brauchen wir die Wiese 1. Ah, da scrolle ich mich mal kurz durch. Die Wiese 1. Ich plane übrigens nächstes Wochenende, den Sonntag, wieder einen LS17-Stream zu machen. Ich weiß jetzt noch nicht genau, ich würde das dann mit den Folgen so machen, dass ich da hinkomme. Ich glaube, ich nehme jetzt bis Donnerstag oder Freitag auf und dann nehme ich nochmal so 2-3 Folgen auf und dann haben wir das. Und dann können wir nämlich Sonntag wieder einen schönen LS17-Stream machen und dann nehme ich sonntags halt noch ein paar Folgen wieder auf und dann bin ich da wieder im Rhythmus drin, ne? Und dann, haben wir auch mal wieder LS17 im Stream und ich schaffe dann auch mal wieder ordentlich was, ne? Das ist ja für mich auch immer eine Geschichte. Wenn ich LS17 im Stream habe, dann kriege ich ja auf dieser Karte hier was gerissen. Und deswegen mache ich das ja auch so gerne mal. So, den hier mal weg. Ach, da vorne steht der andere Kollege noch. Wir fahren mal erstmal beiseite, beziehungsweise Richtung Hof. Und dann können wir uns überlegen, wo es eigentlich jetzt nächstes hingeht. Ja, da steht noch Dünger drauf, ne? Oder da ist noch Dünger auf dem Anhänger, sehe ich gerade. Ja, das ist cool. Ja, ich fahre es mal zum Hof. Ich bin nämlich gerade am überlegen, wo wir eigentlich als nächstes drauf fahren. Auf welches Feld, auf welche Wiese. Und wie gesagt, ich bin halt auch am überlegen, ob wir das noch warte mal, ich nehme erstmal den Häcksler weg. Da müssen wir definitiv das Schneidwerk... Müssen wir auf den Anhänger legen. Was habe ich denn? Geld habe ich auch keins, ne? Dann machen wir das. Ich glaube, wir machen das so. Wir werden gleich mal gucken, was das Schneidwerk für hinten kostet. Und dann gegebenenfalls mit einem großen Schneidwerk losfahren. Weil der Häcksler ist gut, aber ich glaube, wir haben weniger Probleme mit den CP-Fahrern, wenn wir das wieder mit einzelnen Abschnitten machen. Das dauert dann vielleicht ein bisschen länger. So, das ist drauf. Können wir das abhängen? Ja. Das dauert vielleicht einen kleinen Tick länger, weil uns natürlich ein, zwei Schritte fehlen. Oder nicht ein, zwei Schritte fehlen, sondern wir ein, zwei Schritte haben, die dementsprechend länger dauern. Aber ich habe gegebenenfalls weniger Probleme mit Fahrzeugen, die andauernd hin und her wenden und so weiter und so fort. Die andere Idee... das Vorgewende vom Häcksler zu erhöhen ist natürlich auch eine gute Idee, aber das werden wir, glaube ich, erst auf den, das probieren wir auf den Feldern aus. Und das probieren wir auf den richtigen Feldern aus, wenn es wieder beigeht, dass wir Mais häckseln müssen. Dann stellen wir den Häcksler erstmal beiseite und werden uns quasi
Ich fahre hier voll durchs Gelände. Wir werden uns quasi den... Mal schauen, was so ein Mähwerk kostet. Und erstmal ein bisschen Silage verkaufen. Und dann halt mit der verkauften Silage uns vielleicht einen weitere Mähwerke zu kaufen für die... Für einen Traktor, vielleicht für einen T5. Warte mal, ich stell den. Ich wollte den erst dazwischen stellen, aber dann fiel mir, glaube ich, ein. Oder dann fiel mir ein, dass der eigentlich so drin steht. Ja, so habe ich den hingestellt. So, Vorwärtsgang rein. Fahrzeug aus. Ja, der steht da rum. Dann holen wir uns jetzt nochmal den anderen T5 wieder zum Hof zurück. Der ist nämlich auch leer. Und ich weiß eigentlich auch gerade gar nicht, welche Wiese eigentlich als nächstes dran wäre. Wahrscheinlich die Wiesen bei der BGA. Die sind höchstwahrscheinlich als nächstes dran. Die müssten dann wahrscheinlich auch gepflügt werden und alles. Also nach dem Abernten. Ich bin jetzt aber auch nicht sicher, wie die Wiese 5 aussieht. Müssten wir bei der Wiese 5, die haben wir am Tag, als dieser Tag begonnen hat, haben wir die Wiese 5 gestriegelt, ne? Und damit ihr die letzte Düngung gegeben, glaube ich, ne? Krass, dass du dich abdeckst. So, das machen wir mal aus. Jetzt lass uns mal kurz einen Überblick verschaffen. Genau, die Wiese 15 ist das übrigens. 15, die ist schon gestriegelt. Und wie sieht das mit den Erntestufen aus? Das ist abgeerntet, abgeerntet, abgeerntet. Genau, die sind alle abgeerntet. Das heißt, es wären tatsächlich jetzt hier hinten die Wiesen bei der BGA dran. Beziehungsweise hier unten die Wiesen, ne? Die hätten wir jetzt auch noch zur Verfügung, beziehungsweise die hier an der Seite. Gut, wir werden jetzt erstmal ein bisschen Silage verkaufen. Weiter. Dass wir ein bisschen an Geld kommen. Beziehungsweise ich möchte den Kollegen hier nochmal wieder einstellen und ich will, ja, der soll mal wieder weiter verteilen und verdichten. Hat er den Kurs noch drin? Ne, der Kurs ist nicht mehr drin, den habe ich rausgenommen. Ich hoffe, dass er noch hier ist. Silo 1 verteilen. Genau, Silo 1 verteilen ist der Kurs ja. Dann werden wir den mal anschmeißen und draufsetzen. Mal gucken, was er jetzt macht. Ich stecke den erstmal wieder auf. Achso, das andere haben wir ja ausgeschaltet, ne? Nur CP-Fahrer, genau. Nur CP-Fahrer soll er reagieren. Das Schild ist bereit genug. Dann hoffen wir mal, dass das läuft. Ich könnte natürlich einen besseren Traktor dafür holen. Aber der Höhlimann macht das eigentlich auch. Und irgendwann tauschen wir den auch wieder aus. Ja, guck mal, der macht doch auch einen guten Job hier. Guti, dann schnappen wir uns mal den Radlader. Wie viel kriegen wir denn eigentlich für die Silage momentan? Für so eine ganze Schaufel voll. Was haben wir da? 431, alles klar. Dann kriegen wir da 4.300. Und haben damit dann auch wieder ordentlich... Also das ist ein guter Preis. Das ist ein guter Kurs. Zack, alles klar. Rückwärts. Ich muss mal gucken, was mich der Schmetterling eigentlich kosten würde. Die komplette Schmetterlingsausrüstung. Was wir dafür zahlen sollen. Du fährst nicht raus, ne? Ne, der fährt hier so ein bisschen seine Bahnen, so wie es soll. Sehr schön. Oh, 4-3, sehr cool. So soll das sein. Das ist ein guter Preis. Und wir haben ja auch noch ein bisschen was hier vor uns zum Schaufeln, ne? Also, das war schon... Also, ich finde, das war eine gute Idee, das Silo schon abzudecken. Und jetzt so ein bisschen Kasse zu machen. Weil es ist einfach besser. Und ich weiß, ich habe auch gesagt, dass ich eigentlich erstmal meine Schulden bezahlen möchte, bevor ich wieder was ausgebe. Aber ich möchte eigentlich auch gerne so ein bisschen beides machen. Also ich möchte meine Schulden natürlich loswerden, aber andererseits möchte ich auch ein bisschen die Ausrüstung verbessern, die ich so benutze, die ich so habe. Und da zählt natürlich sowas auch dazu. Fahren wir nicht in die Karre, ey. Ja, das hier macht er immer noch, ne? Dass er da irgendwie an die Mauer ranfährt. Aber was hat er nur bei den seitlichen Stücken? Vielleicht hat er das Silo da ein bisschen verkehrt abgescannt oder so, ich weiß es nicht.
Ganz komisch. Das Coole wäre natürlich auch, wenn wir dann uns noch einen weiteren Ladewagen holen und dann zu zweit einsammeln lassen. Ne? Dann geht das ja auch schneller mit dem Einsammeln. Ich glaube, wobei das größte Problem mit den, mit der, dass es so lange gedauert hat, war ja, weil ich es noch gepresst habe und dann halt das Gepresste halt einsammeln, also die Ballen einsammeln und die dann halt rüberbringen. Ne? Das hat, glaube ich, immer, das hat halt immer am längsten gedauert. Und das war, glaube ich, das große Problem daran. Also ich glaube, wir können den Kollegen da, den Höhlimann, gleich ausmachen. Der fährt da jetzt lange noch rum und da kommt jetzt ja auch kein Nachschub gerade. Solange ich hier selber am Schaufeln bin. Dann werden wir wahrscheinlich gucken, dass wir... Ich hoffe, dass mein Traktor, dass der T5, den ich habe, dass der ausreichend ist. Und dass der den Schmetterling auch bedienen kann. Also, dass der den Schmetterling rannehmen kann, komplett. Und wir könnten auch mal gucken, da gibt es jetzt ja auch von... Da gibt es ja auch von Kuhn... Was in dem DLC, ne? Ich glaube, wir haben drei Möglichkeiten für den Schmetterling, oder? Ich glaube, da war doch ein bisschen mehr jetzt momentan drin. Der war doch ein bisschen mehr drin. Ich kriege immer noch 4-1, ne? Ist immer noch ein Toppreis. Dafür. Aber ich glaube, das wird tatsächlich noch nicht reichen für den mehr, oder? 20.000? Wir gucken gleich mal. Wir werden uns gleich das mal anschauen. Zack. Das müsste eigentlich auch irgendwann mal der Trichter sagen, dass er voll ist, ne? Nö, da geht noch rein. Na gut, solange noch reingeht, will ich auch reinschaufeln, ne? Weil der Preis fällt ja. Ihr seht das ja selber. Für die erste Schaufel haben wir, glaube ich, noch 4,3 gekriegt. Jetzt sind wir schon bei 4,80. Also... Das müssen wir ein bisschen ausnutzen. Und ich finde auch die Geschichte, den JCB auszuleihen, dafür ist eine ziemlich gute Geschichte gewesen. Also, der macht halt ordentlich was weg, ne? Alter, guck mal, wie glatt das ist. Nice. Mach dich weg da. Mach dich weg, die. Ne? Oder wie sagen die immer? Ich glaube, wir werden heute noch zu Ende schaufeln und morgen werden wir das machen mit dem neuen Schmetterling. Oh, das wird so cool. Neue Gerätschaften. Neue Gerätschaften sind immer was Feines. Zack. Und das ist auch eine gute, also ich muss jetzt auch so mal sagen, nach einigen Folgen muss ich ganz ehrlich sagen, es war eine sehr, sehr gute Entscheidung, den Mähdrescher zu verkaufen, weil ich mache ja gar nichts damit. Also da kann man wirklich sagen, okay, wenn ich dann einen Mähdrescher brauche für eine Ernte, dann leihe ich mir einen und dann ist gut. Oh, wir sind schon unter 4000, aber ich mache trotzdem noch weiter, bis der Rand voll ist, der Trichter. Weil wenn ich jetzt aufhören würde, Denn kann ich halt nicht mehr anfangen in dieser Aufnahme. Definitiv nicht. Weil dann muss ich der Preis fällt ja trotzdem weiter. Egal, ob ich was reinwerfe oder nicht. Der fällt ja trotzdem weiter. Und dann muss ich erstmal wieder warten, bis der Preis sich akklimatisiert hat. Ich finde das ja teilweise sehr, sehr interessant. Ich bin ja auch auf Instagram mehr oder weniger immer unterwegs. Und da kriegst du ja auch, wenn du dich so ein bisschen hier und da umguckst, du findest ja auf Instagram Bilder zu allen möglichen Sachen, ne? Auch Real-Life-Sachen, wie jetzt zum Beispiel auch Radlader und wer die alles fährt und was die damit fahren oder auch Videos von, ich kannte das noch von diesen Goldjägern aus Alaska. Die haben ja so riesige Sortieranlagen gehabt, die dann, oder Siebeanlagen. Und das ist schon unheimlich cool, was es da alles so gibt, auch an Videos und so weiter, wo man halt solche Anlagen auch sieht. Das ist schon sehr, sehr krass. So. Aber
Davon abgesehen, wir werden uns morgen darum kümmern, dass wir neue Mähwerke bekommen. Und für heute machen wir erstmal Feierabend. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke für den krassen Support. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns morgen bei einer weiteren Folge wieder. Bis dann, bye bye.